Hi. Magst du dich erstmal vorstellen und ja, dann reden wir ein bisschen über The Surge 2. Ich bin Jan Klose, ich bin Creative Director von Surge 2 bei der 13. Okay, dann erzähl mal, kannst du uns so ein bisschen was über The Surge 2 erzählen? Vielleicht so ein bisschen, was ist es für ein Spiel, worum geht es so? Also wie wir hier heute auf der Veranstaltung gemerkt haben, ist es wohl ein relativ schweres Spiel. Wir haben die Demo auch ein bisschen zu schwer gewählt. Ja, wir sagen, es ist ein Hardcore-Action-Rollenspiel, wo es halt wirklich um den Nahkampf geht und darum, die Gegner richtig anzuvisieren und sehr viel von den Sachen, die der Gegner besitzt, mir auf grausame Weise selber anzueignen, indem ich Körperteile anvisiere, sie abtrenne, zu meiner Crafting-Station gehe und nach mir die ganze Ausrüstung aus der Welt sozusagen selber zusammenbaue, um dann halt stärker zu werden, durch die Welt durchzugehen. Okay, klingt verdammt schwer. War es auch jetzt gerade in der Demo, holla. Kannst du was zur Story erzählen? Ja, also wir knüpfen ein bisschen an nach dem ersten Teil von The Surge, aber es ist schon eine ganz eigenständige Geschichte. Das heißt, was passiert so zweieinhalb Monate nach den Ereignissen im ersten Teil? Relativ nah dran also. Ja, genau. Ne? Und im ersten Teil sind wir in so einem Fabrikgelände, wo komische Experimente stattgefunden haben, um eigentlich die Erdatmosphäre zu reinigen. Es wurden irgendwelche Nanoroboter gebaut, die sich dann zu einer Art Seuche entwickelt haben. Und darum geht es eigentlich im zweiten Teil. Wir sind jetzt in einer Stadt, Jericho City, und dort sind die irgendwie durch irgendwelche Strukturen angekommen und haben die Stadt infiziert. Mhm. Und dadurch haben wir so eine Art Technik-Zombie-Seuche in der Stadt. Die Stadt wurde abgeriegelt, eine riesen Mauer drumherum gebaut. Dann sind eigentlich nur noch irgendwelche fiesen Abschaum-Kreaturen unterwegs in der Stadt. Und der Spieler oder Spielerin, man kann sich den Charakter aussuchen am Anfang auch, nach einem Flugzeugabsturz und einem Koma wacht man auf und sagt, was ist hier passiert? Die Spielfigur hat keine Erinnerung an das, was vorgefallen ist. Wir dachten, wir entscheiden uns für ein ganz neues Konzept, was so in Computerspielen noch nie umgesetzt wurde. Mhm. Also man kann sich dann auch selber ein bisschen mit der Stadt vertraut machen. Und ich glaube, das Besondere diesmal auch an der Geschichte und an der Art, wie wir das erzählen, ist, man kann sich viel mehr aussuchen, was will man erleben, wann will man das erleben. Die Welt ist viel freier und offener, um auch die Geschichte zu erleben. Das heißt, es ist auch gut für Neueinsteiger. Wenn man The Surge nicht gespielt hat, ist es völlig okay, da jetzt reinzugehen und zu sagen, okay, ich schlage alles tot. Absolut. Die Idee ist tatsächlich, ich brauche die Geschichte nicht zu kennen, aber ich muss auch keine Spiele jetzt aus irgendwie dem Genre unbedingt kennen, sondern wir wollen es zwar wirklich auf einem schweren Niveau haben, also das, was du auch gerade gesagt hast, aber wir wollen, dass der Spieler viel besser dahin kommt. Wir wollen, dass wirklich die Spieler sagen, okay, ich habe das alles verstanden und es war auch wirklich eine einfache Einführung, aber oh, jetzt wird es richtig knackig. Aber ich weiß schon ungefähr, wie das Spiel funktioniert, welche Sachen will ich einsetzen davon, was soll meine Art sein, wie ich das mache. Wir wollen einfach mehr Möglichkeiten geben, den Spielern das Spiel zu verstehen und sich zu eigen zu machen. Und wir wollen am Anfang wirklich eine lange Phase haben, wo man lernt, wie funktioniert das Ganze, wie kann ich das für mich irgendwie spaßig spielen. Das war so eine Sache aus dem ersten Teil. Wir hatten ein paar Blocker, wo einfach die Gegner so stark waren, dass einige Leute gesagt haben, bis hierhin hat es mir total Spaß gemacht, aber hier bin ich raus, sorry. Okay, und das wollen wir jetzt vermeiden, um den Spielern mehr Möglichkeiten geben. Okay, das finde ich gut. Es geht mir persönlich auch so, wenn ich wirklich 10-mal gescheitert bin und 20-mal. Es gibt ja Leute, die können das. Es gibt ja viele andere Spiele des Genres auch einfach. Da ist es ja auch gewollt, eine Million mal zu sterben und trotzdem nicht weiterzukommen. Genau. Und das wollt ihr ja so ein bisschen zu vermeiden. Das ist eigentlich auch eine relativ hohe Lernkurve. Genau. Ich habe es auch gerade probiert, als ich gespielt habe. Ich habe die Demo durchgespielt. Hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht, das haben gar nicht so viele heute. Ich habe es auch nicht gedacht. Vor allem die ersten 15 Minuten, das waren zwei Gegner nacheinander und ich dachte einfach, ich komme nicht weiter. Wir haben am Anfang ein bisschen zu viel hingestellt, haben wir schon gemerkt. Okay. Also später im Spiel wird eben das nicht so sein, dass man am Anfang schon irgendwie völlig überwältigt wird von den ganzen Sachen, sondern man lernt sie Stück für Stück. Es ist halt erstmal einer und der kann noch nicht die ganzen Sachen. Dann kommt irgendwann mal ein zweiter dazu und irgendwann werden sie dann schlau und irgendwann sprechen sie sich ab und irgendwann machen sie so gemeine Sachen wie jetzt da gerade in der Demo. Das war sehr fies, ja, tatsächlich. Aber man hat dazugelernt. Also man hat irgendwann auch so dieses Gefühl für dieses Body-Part-System. Ja. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen genauer drauf einzugehen? Genau. Also ein wichtiger Punkt ist, ich kann halt beim Gegner Körperteile anvisieren und für verschiedene Zwecke. Das erste ist, ich kann Schwachpunkte anvisieren. Dann kann ich den Gegner leichter besiegen. Die sind entsprechend, das sind die blau markierten. Wenn ich die halt treffe, dann ist der schneller besiegt. Was am Anfang natürlich gut ist. Aber später will ich dann halt seine Ausrüstung haben und dann kann ich andere Teile anvisieren und die kann ich dann, wenn ich einen entsprechenden Finishing-Move mache, halt abtrennen und kann das Teil zur Crafting Station mitnehmen und kann mir das dann selbst als Rüstung bauen und anziehen. Und so kann ich halt nach und nach alles von den Kreaturen, von den Menschen aus der Welt mir holen und selber halt für mich benutzen. Ah, genau. Und wenn du das einmal hast und danach stirbst, behältst du es trotzdem, ne? Du kannst es nicht wieder verlieren, den Arm oder den Kopf. Das behält man, genau, man soll ja nicht den Kopf verlieren. Das behält man, die Sachen, aber einige Sachen bleiben auch an der Stelle zurück, wo man gestorben ist.
ist gerade die Währung, das Tech-Scrap, das verliert man da. Und wenn man da wieder hinkommt, dann kann man es halt wieder aufheben und kriegt halt noch einen gewissen Bonus dafür, dass man das macht. Also wenn du irgendwie 2,5 Minuten oder so hast du nur Zeit, ne, den Kram aufzuheben. Genau, aber mit jedem Gegner, den du besiegst, steigt der Counter wieder hoch. Ach so, das heißt, okay, du kannst doch relativ lange dich dahin bewegen wieder. Ah, okay. Und das heißt, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich meine Währung und bin eigentlich erstmal blank. Genau, aber es gibt auch noch gewisse Währungen, die man, also so Teile, die man mitnehmen und später einlösen kann, sogenannte Consumables, sodass ich habe eigentlich immer was, womit ich weitermachen kann. Okay, verstehe. Was ist denn der größte Unterschied zwischen beiden Spielen, was würdest du sagen, dem Vorgänger? Also, ich finde wirklich die spielerische Freiheit, dass du einfach mehr machen kannst, dass du mehr Möglichkeiten hast, Sachen im Spiel zu machen. Ein Beispiel wäre jetzt die Bosskämpfe, wo wir sagen, wir wollen die jetzt nicht unbedingt leichter machen als im ersten Teil, aber du sollst mehr Optionen haben. Im ersten Teil, wenn du deine Drohne für den Fernkampf verwendet hast und dachtest, jetzt schieße ich nochmal auf den Boss, hast eigentlich nichts passiert, hast irgendwie einen Punkt Schaden gemacht. Okay. Blöd. Jetzt haben wir gesagt, okay, lass doch den Spieler dafür belohnen. Wenn er es schafft, einen bestimmten Teil, der schwer zu erreichen ist mit Nahkampf, wenn er sagt, okay, ich benutze meine Drohne, ich visiere das an und zack, dass es eine Belohnung ist, dass man sagt, das ist cool, das hilft dir im Bosskampf. Solche Sachen zum Beispiel. Oder, dass wir viel mehr auf Verteidigung gegangen sind. Du kannst ja in dem Teil jetzt kannst du blocken, aber du kannst auch abwehren in verschiedene Richtungen, also hoch, runter, rechts, links. Ja. Und dadurch, wenn man das mal gelernt hat, hat man super viele Möglichkeiten, die Gegner viel einfacher zu besiegen, weil man Öffnungen schafft, man kann direkt dann nochmal angreifen. Und das geht zum Beispiel auch bei den Bossen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja gut, wenn der Boss da irgendwie mit seiner riesen Attacke kommt, dann kannst du nur noch ausweichen, sondern auch da haben wir das direktionale Blocken halt ganz oft eingebaut. Das heißt, die Idee ist, auch mit schwierigen Gegnern gibt es nicht das eine ABC-Muster, wie ich irgendwie schaffe, sondern ich kann das, was mir in meinem Spiel am besten gefällt, gegen den Boss halt anwenden. Und okay, so einfach hast du mehr Vielfalt. Aber auch, wie du dich die Welt bewegst. Das heißt, du kannst die Stadt in verschiedenen Reihenfolgen erkunden und nicht nur irgendwie dem Hauptweg folgen. Also es ist schon relativ Open-World-mäßig. Open-City. Ja. Also, ja, wir sagen immer nicht Open-World, weil dann denken alle an GTA, aber es ist eine offene Spielwelt, sie ist nicht linear und du kannst wirklich von Gebiet zu Gebiet gehen und die werden nicht hinter dir abgeschlossen oder so. Das heißt, du kannst immer wieder auch woanders hin. Ja. Es gibt mehr Hubs, wo du auch Händler hast und so, die dich dann vielleicht wieder ausrüsten oder dir noch andere Quests geben. Mhm. Und so musst du nicht irgendwo an der Stelle stehen und sagen, irgendwie komme ich hier nicht weiter, ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern du kannst sagen, ich gehe woanders hin, ich mache eine andere Quest, ich gucke mir eine andere Sache an, ich hole mir cooleres Equipment von gemeinen Gegnern, dann komme ich zurück und sage, so, jetzt gucken wir mal, ob wir es nicht doch schaffen. Es klingt so, als könnte ich auch einen Endgegner auslassen. Es gibt tatsächlich ein paar Bossbegegnungen, die man auslassen oder überspringen kann, okay, aber an den großen muss man schon vorbei. Habe ich mir jetzt fast gedacht. Aber teilweise kann man auch da die Reihenfolge bestimmen und kann sagen, ich mache was anderes zuerst. Ah, okay. Interessant. Was gibt es denn noch so, wo du sagst, es ist besonders in der Search 2? Ich glaube gerade auch die ganze Story- und Queststruktur, die ist halt anders, ist halt offener. Das heißt, es gibt mehr Sidequest-Sachen, die mich einfach mal in eine andere Richtung bringen, die mir nochmal irgendeine Aufgabe geben, die mir dann vielleicht hilft. Vielleicht weiß ich es manchmal auch gar nicht, kriege eine coole Belohnung danach, sage, oh, geil, jetzt mache ich da weiter. Und die Art, wie wir überhaupt halt mit Story und Figuren umgehen, da wir ja diesmal nicht mehr Warren spielen, die Hauptfigur des ersten Teils, sondern wie gesagt, man sich die Figur am Anfang selber zusammenstellen kann. Dadurch haben wir mehr Figuren sozusagen um den Spieler drumherum platziert, die dann wichtig sind und mit denen er bestimmte Dinge tun kann. Okay. Und ja, ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Sache. Wir haben eine lineare Art, wie du durch die Story durchgehst. Mhm. Oder aber du suchst dir selber aus, welche Reihenfolge du machst. Ah. Bekommen wir denn eine deutsche Synchronisation? Ja, wir bekommen eine deutsche Synchronisation. Das ist immer sehr vielen wichtig. Ja, ja, und wir haben, glaube ich, auch wieder sehr, sehr coole, hochkarätige Sprecher an Bord, die man schon kennt aus Filmen und anderen Games. Hast du denn schon einen Release-Zeitraum? Leider keinen genauen, aber es kommt dieses Jahr raus, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht mehr so weit weg. Ich wollte gerade sagen, ja, wir haben jetzt schon April tatsächlich. Wahnsinn. Ja, ganz fürchterlich, weil wir müssen natürlich jetzt alles fertigstellen. Und gerade wenn man so eine bisschen offenere Welt baut, muss man ja alles irgendwie gegeneinander balancieren. Wenn ich sowohl mit der Drohne als auch mit meinen Blocks, als auch mit verschiedenen Waffen das machen kann, dass nicht eins einfach alle anderen aushebelt und sagt, damit kannst du eigentlich alles gewinnen, sondern dass alle irgendwo Sinn machen und das ist, auch wenn du noch eine Reihenfolge hast, in der du die Sachen machst, natürlich schon nicht so leicht. Das stimmt. Da sitzen wir jetzt ziemlich viel dran gerade. Verstehe. Ich habe jetzt viel mit den Drohnen gespielt, weil sie auch praktisch sind, wirklich auf Distanz, ne, machen die ordentlich Schaden, gerade wenn du eine gute Drohne hast. Ja. Oder wir konnten rechts hoch die Treppe gehen zu so einer Statue, der wir den Kopf abgeschlagen haben. Was? Die ist ganz schön fies. Die ist richtig fies, ja. Der Trick ist, man lässt das Schild ganz, weil dann macht sie nämlich keinen sowas. Was ist das, ein Unibeam? Ich weiß nicht, sowas, die schießt irgendwas. Ja.
Das macht sie nicht, wenn sie das Schild noch hat. Mhm. Raffiniert. Nee. Raffiniert, ja. Und dann bekommt man ja immer mal ganz tolle Teile und genau. Die sind natürlich richtig stark. Also das ist halt auch die andere Sache, genau das, was du gerade sagst. Du kannst auch so eine Mini-Boss sämtliche Teile abfarmen. Das heißt, du kannst, wenn die mit dem fiesen Laser auf dich schießt, kannst du den Kopf abhauen und dann kannst du den Laser in deine Drohne tun und hast ihn für dich selbst. Du kannst ihren Speer kriegen, der super effektiv ist, ja, wenn du den Waffenarm anvisierst. Mhm. Und du kannst sogar alle Rüstungsteile anvisieren und mit der kompletten Statue-Rüstung rumlaufen. Also geil. Man kann tatsächlich da alles farmen, was man will. Cool, ich gehe dann nochmal rein, ja? Ich probiere das nochmal. Sehr cool. Ja, kannst du auch irgendwas zur Spielzeit sagen? Bisschen schwer. Es wird ein bisschen länger als Touch 1 sein, das auf jeden Fall. Dadurch, dass es nicht linear ist, kann es natürlich vielleicht etwas schneller oder langsamer auch sein, je nachdem, wie man es spielt. Okay. Also 20 bis 30 Stunden auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Das heißt, schon was drin. Kann für Casual-Spieler wahrscheinlich. Ja, wenn die mal kurz so ein bisschen Button-Mashing, dann bist du durch, so. Nicht ganz. Naja, nah dran. Ja, sehr gut. Also mir hat es gefallen, ich hatte Spaß, es war bockschwer. Ja, stimmt. Ich bin mal gespannt, wenn es kommt und ja, ich freue mich drauf. Cool. Dankeschön. Gerne.